Bitte schön. Ja, vielen Dank, dass ich hier bei euch sein darf. Und es tut mir extrem leid, dass man jetzt meinetwegen noch ein bisschen länger frieren muss. Also gerade die, die hier schon Nachmittag da sind. Ja, es ist inzwischen 4 Jahre her, dass ich mich zum ersten Mal hier vorgestellt habe. Seitdem liegen 3 aufregende, spannende, lehrreiche und anstrengende Abgeordnetenjahre hinter mir. Und nehmen wir mal an, am meisten habt ihr von mir in der Öffentlichkeit mitbekommen, was es so im Bereich Digitalisierung. Als netzpolitische Sprecherin habe ich mich da um eine recht breite Palette kümmern müssen an Themen von Zukunft der Arbeit bis zur Digitalisierung der Verwaltung, vom Breitbandausbau, Funklöchern, digitaler Bildung, gerade jetzt in Corona-Zeiten super wichtig geworden, aber auch so fiese Sachen wie elektronische Überwachung durch den Staat, bewaffnete, autonome Drohnen oder zumindest zum Teil umstrittene Themen wie selbstfahrende Autos und sehr unerfreuliche wie Hass im Internet und digitale Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Ich habe im Übrigen mich gerade zuletzt auch mit linken Theorien befasst, insofern Frage gerade total bemerkenswert. Ich war nämlich gebeten worden von der Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft, einen Beitrag zum Thema digitaler Sozialismus zu schreiben, wo ich mich auch mit Theorien von Jewgeni Morozow auseinandersetzen sollte, mit Preistheorien und Kapitalismus und wie das mit der unsichtbaren Hand so gut funktioniert. Ich verrate euch vorneweg, diese unsichtbare Hand ist eine ganz schreckliche Prothese und funktioniert überhaupt nicht. Aber das alles kann man dann ausführlich in dieser Zeitschrift nachlesen, ist aber gerade erst im Lektorat. Ich weiß nicht genau, wann die Ausgabe erscheint, aber irgendwann in den nächsten Wochen dürfte das der Fall sein. Es ist unglaublich spannend, so ein breites und auch neues, sich entwickelndes Fachgebiet abzudecken, aber es ist auch eine große Herausforderung, gerade weil sich da ständig so viel ändert. Die Beziehung zu unseren klassischen, älteren, linken Themen liegt für mich total auf der Hand, aber nicht unbedingt für alle anderen. Deswegen war es auch immer mein persönlicher Anspruch, diese Verbindung deutlicher herzustellen. Themen wie Teilhabe erkennbar zu machen oder soziale Gerechtigkeit oder auch Frieden, der ja nicht umsonst da oben an der Wand hängt, weil ohne den geht es bei uns einfach nicht. Wenn also zum Beispiel in der Corona-Krise Schulen im Lockdown waren, dann hat, glaube ich, wirklich jeder gemerkt, dass es wieder die armen Kinder waren in ärmeren Kommunen, die besonders benachteiligt waren und eben keinen gleichen Zugang zu Bildung mehr hatten. Und wenn in Deutschland immer noch nicht tödlicher autonome Waffen geächtet werden, da steckt sogenannte künstliche Intelligenz drin, dann beteiligen wir als Deutschland uns indirekt daran, dass Drohnen töten, weil sie von Rammstein auf deutschem Boden gelenkt werden und tausende Kilometer entfernt dann Schulen oder Hochzeitsgesellschaften treffen. Das habe ich zum Beispiel in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz, wo ich Gruppenleiterin für das Thema Künstliche Intelligenz und Staat war, dort als Verpflichtung vom Bundestag an die Regierung reinschreiben wollen und bin leider am Widerstand der GroKo gescheitert. Die sagen, ja, das Ächten von Drohnen ist zwar ganz toll, aber nicht jetzt. Schweinerei. Wenn die Digitalisierung auch viele Berufsanforderungen verändert, dann werden Menschen mit geringer Qualifikation wieder mehr benachteiligt werden, wenn es nicht endlich einen lebenslangen offenen Zugang zu guter Bildung und Weiterbildung gibt. Natürlich mit entsprechender sozialer Absicherung. Wahrscheinlich wisst ihr, dass für mich persönlich diese Art von Absicherung ein bedingungsloses Grundeinkommen idealerweise wäre. Das hätte übrigens jetzt auch in der Krise sehr, sehr vielen Menschen viele Sorgen genommen. Wenn es mein Kalender zugelassen hat, habe ich meinen Horizont aber über Digitalisierung hinaus erweitert, bin raus aus Berlin und rein in den Wahlkreis. Die Schönheit und die Vielfalt dieses Wahlkreises konnte ich von Rathenow im Norden bis Jüterbock im Süden kennenlernen. Ich habe auch Stätten meiner Kindheit wieder besuchen können. Das sind dann die Luxustermine. Meine eigene Kita und Schule in Premnitz, die habe ich wirklich seit 1974 nicht mehr gesehen. Und meine uralten Kindheitserinnerungen von den Kienäppeln im Sand, die waren tatsächlich da heute auch noch genauso wiederzufinden. Ich habe kulturelle Highlights wie das Mönchenkloster in Jüterbock oder Kloster Lenin gesehen und das unglaubliche ehrenamtliche Engagement, das Kultur im ländlichen Raum da ermöglicht. Sportstätten wie die Regattastrecke hier in Brandenburg,
die ohne Freiwilligenarbeit auch nicht funktionieren würde, für Spitzensport nicht und auch nicht für den Breitensport. Und da habe ich auch erfahren, was zum Beispiel die Corona-Krise mit solchen Städten macht, denn die Kanuten Junior-WM musste diesen Sommer ja leider deshalb ausfallen. Ich habe Landwirte in Großkreuz und Lenin besucht. Da hört man wirklich schlimme Geschichten. Also ein Bauer erzählte mir, dass die Sauerkirschen aus Griechenland so viel billiger sind, dass wenn er Mindestlohn bezahlt, was er ja muss, dass er dann die gar nicht mehr verkaufen kann, ohne rote Zahlen zu schreiben. Der musste sich dafür entscheiden, 20 Tonnen Sauerkirschen hier in dieser Region an den Bäumen vergammeln zu lassen, weil die aus Griechenland für die Handelsketten billiger waren. Weil da zum Beispiel CO2 nicht eingepreist wird, weil es den Mindestlohn dort nicht gibt. Und da sieht man auch ein bisschen die Bundespolitik hinackt bis zum Landwirt hier in der Region. Ich war bei den großbrennenden treuen Briezen vor Ort und habe zum Beispiel die Bundesregierung gefragt, wie viele einsatzfähige Löschhubschrauber sie eigentlich haben. Also um es mal jemand anders zu zitieren, die Antwort könnte die Bevölkerung verunsichern. Es gibt bei der Bundespolizei überhaupt nur 17 potenziell verfügbare solche Hubschrauber, aber sie konnten mir nicht sagen, wie viele davon einsatzfähig sind, mit der Begründung, das ändere sich ja jeden Tag. Also es sollte möglichst nicht so oft brennen. Natürlich auch aus anderen Gründen. Ich habe an 9 Bildungseinrichtungen in diesem Wahlkreis Klassensätze von Calliope Mikrocomputern gespendet und immer die erste Stunde auch gegeben. Und mich bei der Gelegenheit nicht nur mit den Kindern, sondern auch mit den Lehrkräften unterhalten. Nur zum Thema digitale Bildung. Da ging es auch um Nachhilfe, Talenteförderung, Schulspeisung oder Hortbetreuung. Ich habe mich in Krankenhäusern mit Ärzten und mit Pflegekräften unterhalten über die Folgen der Kommerzialisierung im Gesundheitswesen und was die Arbeitsbedingungen eigentlich mit den Menschen dort machen. Die sind wirklich angekotzt, wenn man nur klatscht. Und wir haben das so oft im Bundestag auf das in den und wir scheitern immer wieder dran. Gerade diese Woche hatten wir einen Antrag, die Lohnerhöhungen im öffentlichen Dienst zu unterstützen, die Forderungen von Verdi. Und die AfD zum Beispiel hat das abgelehnt mit der Begründung, das wäre ja eine unzulässige Bevorzugung des öffentlichen Dienstes, so mit den Forderungen der Pflegekräfte um. Ich habe in Flüchtlingsheimen und Willkommensinitiativen Freiwillige und Geflüchtete getroffen. Wir haben in deren gemeinsam angelegten Gärten Samen ausgetauscht, zum Beispiel aus meinem Garten, aber auch jede Menge Erfahrungen. Denn seit 5 Jahren bin ich ja selbst aktiv in der Flüchtlingshilfe, auch jetzt noch während der Zeit als Abgeordnete. Mit Spendenchecks aus dem Fraktionsverein, zu dem ich ja, in dem ich Mitglied bin und an dem ich auch spende, konnte ich immer wieder hier und da wenigstens ein bisschen Not lindern, zum Beispiel bei der Tiertafel in Bad Belzig, wo wegen Corona kaum noch Futterspenden angekommen sind. Ich habe von Bürgermeistern, Gemeindezentren, Mehrgenerationenhäusern, Nahverkehrsbetrieben oder Betrieben der kommunalen Müllabfuhr jede Menge hier gelernt. Das meiste davon hatte mit meinem eigentlichen Fachgebiet ja gar nicht so viel zu tun, aber als Politikerin kann ich ja nicht sagen, ich mache bloß Digitalisierung, das funktioniert einfach nicht. Mit Claudia und mit Hendrik, meinen WahlkreismitarbeiterInnen, war ich überall kreuz und quer unterwegs. Die haben mich aber nicht nur begleitet und Kontakte geknüpft, sondern auch mich ganz oft vertreten, wenn ich selber nicht präsent sein konnte. Und das wisst ihr selber, das war ja auch öfter der Fall, denn der Wahlkreis ist sehr groß und ich hatte ja noch einen zweiten Wahlkreis zu betreuen. Alles, was von Berlin bis MacPom geht, das ist einfach eine unglaubliche Gesamtfläche und ich fahre ja auch noch Bahn. Und mit An- und Abreise hier in den Wahlkreis, da waren beim 2-Stunden-Termin dann schon 8 Stunden insgesamt notwendig. Und das ist ganz schwer, in so einen Bundestagskalender einzutakten. Deswegen konnte ich einfach nicht immer da sein, wenn ich es gern gewollt hätte. Und ihr musstet mich dann öfter, als mir es eigentlich lieb war, auch vor Ort vermissen. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich war bestimmt sehr fleißig im Bundestag. Das war einfach so. Ich hatte zusätzlich auch sehr viele Medientermine mit bundesweiter Ausstrahlung, die ja auch dazu beigetragen haben, dass man die Brandenburgische und die Linke überhaupt in ganz Deutschland für ein Zukunftsthema mehr wahrgenommen hat als vorher. Aber beim allerbesten Willen stößt man irgendwann einfach an physische Grenzen und das war leider auch bei mir so. Ich habe gesundheitliche Probleme bekommen und musste die Lektion lernen, dass so ein Bundestagsmandat kein Sprint ist, sondern doch eher so ein Marathon und dass man nur durchhalten kann, wenn man sich anders oder besser organisiert.
Insofern hat sich dann tatsächlich die Frage gestellt, ob ich eine zweite Legislatur mache. Und die Antwort ist mir wirklich nicht leicht gefallen, denn die Aufgabe ist natürlich eine große Ehre, eine sehr hohe Verantwortung. Es ist wahnsinnig spannend und super lehrreich. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, dass man neben so einem Bundestagsmandat extrem wenig Zeit für das sonstige Leben hat. Für Familie, für Garten, für Freunde, für Hobbys oder auch für ehrenamtliches Engagement. Ich habe mich mit Unterstützung meiner Familie, ohne die das ja überhaupt gar nicht geht, trotzdem für eine zweite Legislatur entschieden. Einerseits aus meinen ursprünglichen Gründen, warum ich überhaupt in den Bundestag gegangen bin, nämlich die Linksfraktion mit meiner Digitalisierungskompetenz zu unterstützen, den Frauenanteil zu erhöhen im Bundestag und auch ganz höchstpersönlich mit meinem Gesicht und meiner Stimme dieser AfD entgegenzutreten. Da kam jetzt noch ein weiterer Grund dazu, nämlich aus der langen Lernkurve, die man so locker 2 Jahre am Anfang hat, möglichst viel zu machen, und das schafft man gar nicht in einer Legislatur. Aber ich musste halt überlegen, wie ich mich halt besser organisiere, damit ich es auch wirklich schaffe. Und das war der Grund, warum ich, obwohl ich diesen Wahlkreis in mein Herz geschlossen habe, zu einem anderen Wahlkreis wechseln werde, der sowieso schon mein Betreuungswahlkreis ist und in dem ich wohne. Die haben mich halt gefragt, ob ich es nicht machen wollen würde, und da habe ich ja gesagt. Ihr könnt mir glauben, dass mir die Entscheidung echt nicht leicht gefallen ist. Ich habe ja hier viele Verbindungen und Beziehungen geknüpft, auch zu vielen von euch, ohne die meine Arbeit hier ja auch gar nicht gegangen wäre. Ich möchte euch dafür Danke sagen. Die Legislatur ist ja noch nicht vorbei. Wir haben noch ein gemeinsames Jahr, da könnt ihr weiter auf mich zählen. Und selbstverständlich war mein Angebot auch ernst gemeint, dass die Fäden zwischen mir und dem Wahlkreis auch in der zweiten Legislatur, falls ich denn gewählt werde, nicht abreißen sollen. Ich freue mich besonders, dass ihr mit Tobias einen wunderbaren Direktkandidaten gefunden habt, mit dem ich ja auch schon etliche Termine zusammen wahrgenommen habe und bei dem ich immer wieder erlebt habe, wie gut er hier verankert ist, wie sehr ihn die Menschen in der Region schätzen und wie kompetent er in seinem Fachgebiet der Kommunalpolitik ist, die er ja auch im Bundestag thematisch vertritt, also als fachlicher Referent. Tobias und ich werden garantiert auch künftig gut zusammenarbeiten. Das können wir dann auch im Wahlkampf machen. Der Bundestagswahlkampf wird uns alle fordern. Wir werden gemeinsam streiten für ein sozialeres, ein gerechteres, für ein friedliches Land. Aber das schaffen wir nur zusammen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen weiter eine gute Zusammenarbeit und verspreche hier und jetzt, ihr könnt vor und nach der Wahl weiter mit mir rechnen. Danke.